Heute Stichwort Sound. Cosporter Pro Kopfhörer. Herzlich willkommen zu Screen Mac. Wir fangen an mit dem Stichwort Sound und heute geht es um den Cosporter Pro Kopfhörer. Ein sehr angenehmer Kopfhörer mit gutem Sound und dazu noch einer sehr netten Art, ihn zusammenzupacken und zu transportieren. Daher auch der Name Porter Pro. Geliefert wird der Kopfhörer mit dieser schönen Tasche hier, die auch eigentlich noch sehr klein gehalten ist. Ich werde euch auch gleich zeigen, wie dieser Kopfhörer da reinpasst. Und mit diesem Adapter auf eine größere Klinke. Wir packen den Kopfhörer mal aus in der Tasche hier. So sieht er aus und er ist jetzt gerade in seiner Form zusammengemacht, wie man ihn zusammen machen kann. So ganz klein, damit er auch in die Tasche passt und besser zu transportieren ist. Ich habe hier das Kabel rumgewickelt, das machen wir mal ab. So, und dann hat der Kopfhörer jetzt hier oben so eine Klinke, das kann man aufmachen. So, und dann hat man den Kopfhörer auch in seiner vollen Pracht. Normalerweise gibt es bei Kopfhörern hier mehrere Einstufungen, damit man den Kopfhörer an seinen Kopf anpassen kann. Bei diesem Kopfhörer ist allerdings eine andere Technik angewendet, um den Tragekomfort höher zu gestalten. Wie wir hier sehen, öffnet sich diese Schlinge und das Besondere ist, der Kopfhörer sitzt fest und man kann das einfach so über seinen Kopf ziehen, ohne irgendwelche anderen Einstufungen zu machen. Das heißt, man zieht den Kopfhörer einfach so, wie man ihn haben will und in dieser Position bleibt er dann auch. Das Ganze geht ja auch schön geschmeidig da oben. Hier links an der Seite des Kopfhörers und auch auf der anderen Seite kann man den Komfort einstellen. In der Komfortzone sieht man hier einmal Firm und einmal Light. Ich sage ihn immer auf Firm, weil er ist trotzdem einfach sehr, sehr angenehm zu tragen. Vom Design her, finde ich, kann man auch nicht meckern. Hier ist auch mit mehreren Farben, mit dem Blau rumgespielt worden und mit dem Schwarz zusammen. Und ich finde, wenn man den schön so zusammen einklappt, hat das Ganze auch einen gewissen Style. Hier, die beiden Hörschalen passen sich immer gut an das Ohr an. Egal, wie man den Kopfhörer eingestellt hat, die bewegen sich dann immer mit dem Ohr mit, wie man das hier sehen kann. Und deswegen liegen sie eigentlich auch immer sehr gut am Ohr. Außerdem sind hier oben noch Auspolsterungen, die auch wieder den Komfort des Tragens sehr hoch gestalten. Vom Sound her bin ich sehr zufrieden mit dem Kopfhörer. Er schirmt zwar nicht so gut ab, aber wenn man genussvoll einfach hören will, klappt es sehr gut. Auch die Lautstärke ist völlig okay. Wir haben hier einen ganz normalen 3,5 mm Stecker, den kann man an MacBook, iPod und alles mögliche andere anschließen und dann einfach damit seine Musik hören. Das Kabel des Kopfhörers ist lang genug, um den iPod einfach in der Hosentasche zu haben und angenehm damit zu Musik zu hören. Es ist aber auch nicht zu lang, so dass es lästig werden könnte. Meine Meinung zu dem Cosporter Pro Kopfhörer ist folgende. Er kann sehr gut mit anderen Kopfhörern mithalten, die einen sehr guten Sound haben. Was ich aber das Besondere am Kopfhörer finde, dass zum Beispiel anders als bei DJ-Kopfhörern der Komfort halt sehr hoch ist und man ihn auch sehr lange auf den Ohren haben kann, ohne irgendwie einem das zu nerven. Zum Beispiel, wenn man einen DJ-Kopfhörer auf hat, kann das irgendwann ziemlich unangenehm am Ohr werden und das haben sie mit diesem Kopfhörer sehr gut gelöst. Hier nochmal die Details zusammengefasst. Die unverbindliche Preisempfehlung des Kopfhörers ist 59 Euro. Allerdings kriegt man ihn auch schon in anderen Online-Shops billiger. Der Kopfhörer hat einen sehr guten Tragekomfort und ist faltbar. Die Empfindlichkeit liegt bei 101 dB. Und im Lieferumfang befinden sich eine Tasche und der Adapter.